Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Sextil zwischen Venus und Neptun. Allerdings handelt es sich hierbei um ein rückläufiges Sextil, weil eben die Venus rückläufig ist und dadurch können die Kräfte des schöpferischen Talentes, der Fantasie sozusagen, der positiven Ausdrucksformen nicht so richtig umgesetzt werden. Ich würde sagen, erst ab 24. Februar kristallisiert sich dann exakt heraus, worum es geht. Hier haben wir die Venus einerseits als Herrscherin des 11. Hauses, aber was mir fast wichtiger erscheint, auch wenn es die eingeschlossene Herrscherin des 4. Hauses ist, schaut mal, wie knapp hier die Häuserspitze noch auf Fischegraden in der Jungfrau ist. Also das heißt, offiziell ist der Herrscher des 4. Hauses der Merkur, aber vage von der Venus regiert, ist der größte Teil des 4. Hauses. Also das heißt, hier würde ich sagen, eben ein Großteil der Bevölkerung im 6. Haus, im Haus der, ihr wisst, was ich meine, im Haus der Krankheiten und ist natürlich rückläufig im Steinbock im Prozess eines Leidensprozesses drinnen. Also das heißt, den Leuten geht es nicht so gut, sie sind unglücklich und so weiter. Und natürlich ist hier hinauf Neptun als Herrscher des 9. Hauses, ja, die große Sehnsucht nach Freiheit. Und Neptun-Thema ist natürlich auch Gerechtigkeit, ja. Und wird kommen, wird alles kommen und ich kann euch sagen, wir gehen einer großartigen Zukunft entgegen. Allerdings werden wir halt auf viele Dinge, die wir sowieso nicht brauchen, verzichten. Und mein Gott, so schlimm wird es nicht werden. Natürlich, wenn jemand Shopping Queen oder Konsum Junkie, gut, die wird es natürlich dann hart erwischen. Das ist dann der Cold Konsum Turkey, also die wird es dann ein bisschen in den Grundfesten erschüttern. Aber man kann auch mit wenig auskommen und wie wir das bei den Wandergruppen so schön gesehen haben, genau genommen braucht man nichts. Man braucht einen Rucksack, ein paar gute Wanderschuhe, ich habe immer meine Nordic Walking Stöcke dabei und damit kann man sich eine schöne Zeit machen. Und ja, wir werden die Wandergruppen wieder aufnehmen. Es wird schon, wir haben jetzt 10 Grad plus, es wird wärmer, die Tage werden länger und ich schaue, dass wir das so bald als möglich wieder aufnehmen werden. Und ich denke, wir werden mal mit Dienstag wieder beginnen. Nur halt eben, es ist die Uhrzeit, wir haben immer Dienstag 15 Uhr gestartet und naja, wenn es um 16.30 Uhr dunkel wird, ist es natürlich auch jetzt nicht die beste Startzeit, aber ich würde sagen, die Wandersaison 2022 wird wieder wunderschön. Allerdings die Lagerfeuergeschichte wird wahrscheinlich nicht so aktiv sein. Schauen wir mal. Wir werden schon Lösungen finden. Gut, wir haben hier Aszendent Krebs und das dürften noch Wassermann gerade sein. 26, 44 korrekt, das sind noch Wassermann gerade. Das heißt, hier haben wir einerseits Thema Heimat, Familie, Bevölkerung, Gefühle, aber auch Veränderungen, Umbruch und natürlich auch das Thema sozusagen der Individuation, den eigenen Entwicklungsprozess betreffend, sozusagen die Abnabelung, Abnabelung vom Kollektiv in Richtung Individualisierung und wir haben auch den Herrscher von 1 in 8, was normalerweise eine schwierige Besetzung ist, weil der Herrscher von 1 in 8 beschreibt, dass einmal das Grundthema dieses Horoskopes um Veränderungen geht, natürlich auch um Abschiedsprozesse, natürlich auch sozusagen um, ja, verzeihen, wenn ich das so sage, um schmerzliche Erfahrungen. Es ist halt leider so, wir haben eben einen starken Polarisierungseffekt gehabt. Die einen, die sich therapieren haben lassen und die anderen, die mit Klauen und Zähnen dagegen angekämpft haben, die sich auch jetzt wieder am 8. Jänner zur Mega-Demo in Wien treffen werden, werde ich auch dabei sein und viele von unserer Wandergruppe auch und von unserer Gemeinschaft ebenfalls. Wir treffen einander dort immer wieder und ich glaube, sie schwitzen schon Blut aus allen Poren, das kann ich euch sagen. Sie schwitzen schon Blut. Also das heißt, früher hätte man gesagt, die krochen wie die Kaisersemmeln. Ja? Also das heißt, sie robben am Zahnfleisch und das ist gut so. Oh, ja, Volksgenossen, oh, die
Die Staatsratsvorsitzenden befinden sich in der Idealismusschleife. Ja, richtig, der Herrscher des 10. Hauses Neptun befindet sich in den Fischen im 9. Haus, also sehr idealistisch. Man folgt hier absurden Plänen, man hält hier etwas hoch, was in der UdSSR damals schon erfolgreich gescheitert ist. Überall sind diese Kollektivierungsversuche erbärmlich gescheitert. Aber ein Großteil befindet sich eben in der Widerenergie. Also das heißt, auch hier haben wir denselben Effekt wie bei der Bevölkerung, haben wir auch bei den Stadtsipaten. Wir haben sozusagen den Herrscher Neptun, wie bei der Bevölkerung den Merkur, aber der Großteil ist im Widder und hier ist der Chef dann der Mars. Der Mars im 5. Haus, im Schützen, auf 16 Grad. Das heißt, hier ist er bereits im Einflussbereich Neptuns. Also das heißt, wir erkennen hier bereits starke Flügelkämpfe, ja? Ganz leicht herauszulesen. Der eine Herrscher des 10. Hauses ist der Neptun, der andere, der heimliche Herrscher des 10. Hauses, der eigentlich stärker und größer ist, das sind die Fundis und das sind die Realos. Ja? Und die kämpfen hier bereits gegeneinander. Und so wie es ausschaut, bekommen die Realos die Oberhand. Also das heißt, Menschen, die erkennen, dass man eine der hochindustrialisiertesten Länder nicht allen Ernstes mit Windkraftanlagen betreiben oder aufrechterhalten kann. Gut, hätten wir die freie Energie, dann würde es natürlich schon, wir haben sie natürlich, die freie Energie. Es gibt auch über 5000 US-Patente für freie Energiemaschinen, nur sind die halt niemals an die Öffentlichkeit gedrungen. Wir werden nie herausfinden, warum. Ich weiß nicht. Aber vielleicht hängt das ja mit diesem Thema zusammen. Spitze zweites Haus im Löwen, das heißt das Geldfinanzthema, Sonne im Steinbock im 6. Haus, steht an sich jetzt nur rein von der Besetzung her, Sonne im Steinbock in 6 ist nicht so schlecht, aber wenn es das Finanzthema ist, heißt es ja dann doch, dass es mit den Finanzen Probleme gibt. Ich schaue mal, wir haben hier eine Halbsumme zwischen Sonne, Pluto und in der Mitte ist die Venus, die rückläufige Venus. Und da schauen wir gleich einmal nach im KGB. Und zwar hier links oben haben wir Sonne, Pluto, Machtstreben, Durchsetzungskraft. Und hier unter Venus steht, naja, einerseits schöpferische Kräfte, aber dann steht hier seelische Erschütterungen, tragische Liebe. Naja, ob das jetzt eine tragische Liebe wird, weiß ich nicht. Aber an dieser Halbsumme ist ja hier auch Bevölkerung, 4. Haus, stark beteiligt. Ja? Und naja, ja, es stimmt schon. Die Venus ist in erster Linie Herrscherin des 11. Hauses. Hier können wir sagen, es ist eine doppelte, eine dreifache Aussage. Es sind große Menschengruppen, zum Beispiel Demonstrationszüge. Es steht auch für die leitenden Behörden, die niederen Behörden sind im 6. Haus. Und es steht auch für alliierte und verbündete Staaten. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel auf die verbündeten Staaten hernehmen, Spitze 11. Haus, da lauert eh der Uranus in der Nähe. Das heißt, da haben wir dann hier die Venus, die rückläufige Venus. Das heißt, nur alleine die Rückläufigkeit der Venus sagt mir schon, dass es mit den Verbindungen zu den verbündeten, befreundeten Staaten schlecht bestellt ist, dass es um die nicht gut bestellt ist. Ja? Gleichzeitig ist die Venus im 6. Haus, das heißt die Beziehungen zu anderen Ländern sind krank und wir haben über Pluto, wegen der Halbsumme zur Sonne, haben wir sozusagen einen starken Veränderungsprozess. Und was uns bei diesem Horoskop natürlich besonders auffällt, ist der Pluto auf der Hauptachse. Dazu kommen wir aber gleich. Wir haben, wenn wir kurz bei der Sonne noch bleiben, die Sonne als Herrscherin des Finanzsystems. Ich würde sagen, hier sehen wir wieder, dass die Währungen, insbesondere der Wert des Geldes, in Bedrängnis geraten ist. Ich habe gesagt, ich nehme das Wort Crash nicht mehr in den Mund. Ja. Ich habe mir da ein paar Mal den Mund verbrannt. Ich sage aber immer wieder Abwertung. Abwertung ist, glaube ich, ein guter, zutreffender Ausdruck, weil du kannst ja im Supermarkt, wenn du einkaufen gehst, dann schaust du bei den Packungen und denkst, erst ist da irgendwo eine Gold- oder Silbermünze drinnen, weil ich zahle schon das Doppelte. Ja? Aber der Inhalt ist nicht
Gut, ich meine, kann auch sein, dass der Inhalt die Hälfte ist, dann zahlst du den gleichen Preis. Aber du siehst, dass gewisse Produkte, abgesehen davon, dass einige verschwunden sind, die es nicht mehr gibt, aber dass gewisse Produkte einfach immer steigen und steigen und steigen. Ja? Da denkst du, hey, hallo, was ist da los? Ja? Und deswegen auch an mich. Ich weiß, das ist zum 537. Mal meine Aufforderung, meine Bitte, bitte rette dein Geld. Bitte, wenn du noch Kohle irgendwo versteckt hast, wenn im Sparstrumpf noch ein bisschen, ich meine, klar, 1, 2.000, da kann man sich ja ruhig auf der Kante lassen, ja, dass man die Miete zahlt, dass man, wenn die Waschmaschine eingeht oder beim Auto eine Reparatur ist, das ist schon klar. Ja. Aber umgekehrt, wenn man zum Beispiel das Geld, auch diese 1.000, 2.000 zum Beispiel in Goldmünzen umwechselt, dann kann man, wenn eine Reparatur ansteht, kann man ja die mit einem niedrigen Spread, ich glaube, das sind 3-4% bei Gold, das ist jetzt sozusagen deine Rückversicherung, dann kann man das halt mit einem gewissen Prozentsatz an Verlust wieder zurücktauschen und bekommt dann halt die Geldscheine wieder zurück mit 3-4% Abschlag. Mein Gott, ja, ist nicht so schlimm. Aber umgekehrt, die Chance natürlich bei Edelmetall, immer bedenken, die USA drucken ja eifrigst immer wieder Neues, also bringen immer wieder neue Dollars im Umlauf. Ja. Das heißt, das Verhältnis wird immer ungünstiger, immer ungünstiger, immer ungünstiger. Das heißt, bei der Reise nach Jerusalem würde ich sagen, wenn die Musik aufhört zu spielen und wenn du genau hinhörst, die Musik ist schon leiser, die Musik, also die Kapelle entfernt sich schon und irgendwann hört man sie nicht mehr spielen. Und dann werden die meisten keinen Sitzplatz finden. Gut, weiter zum dritten Teil. Ende.